Hey, liebe Schnorchelfreunde, heute packe ich mal mein Geburtstagsgeschenk aus. Ja, ich habe nämlich was Neues zum Schnorcheln bekommen. Ja, und das werde ich mal auspacken und euch erklären. Und es geht heute um den Ameo Power Breather. Hallo, liebe Schnorchelfreunde, und willkommen auf Mit Neugier unterwegs, dem Naturkanal, der sich auch intensiv mit dem Thema Schnorcheln auseinandersetzt. Ja, und ich mache heute mein erstes Unboxing. Ja, dabei will ich aber nicht einfach nur hier die Packung auspacken, sondern euch nebenbei erklären, was es mit diesem Produkt eigentlich auf sich hat. Bevor ich diese Tüte jetzt aufreiße, nochmal ganz kurz zur Transparenz. Ich habe mir das Produkt selbst gekauft, ja, beziehungsweise ich habe es mir eigentlich ja zum Geburtstag schenken lassen. Alles, was du in diesen und in darauffolgenden Videos zu diesem Produkt hörst, ist absolut meine Meinung. Ich schreibe trotzdem oben Werbevideo hin, damit ich da auf Nummer sicher gehe, aus rechtlichen Gründen. So, und jetzt nicht lang schnacken, Tüte aufmachen. Ja, die Tüte, also muss ich dazu sagen, habe ich schon geöffnet. Und jetzt sieht man hier schon mal die ganze Verpackung. Ja, hinten steht auch einiges drauf, also zum Beispiel, was da drin ist. Hier steht zum Beispiel auch More Oxygen, Greater Experience. Ja, und das hoffe ich mir auch ganz stark, denn das ist ein ganz bestimmter Schnorchel, der 100% Frischluft verspricht. Ah, den Scooter fände ich hier auch gar nicht mal so schlecht, würde ich den auspacken können. Aber ja, gut, es ist eben nur der Schnorchel. Ja, und hier sieht man schon Power Breather Adventure Edition. Also ich habe hier die Adventure Edition mir ausgesucht. Das ist eigentlich quasi direkt für Schnorchler gemacht. Es ist nämlich ein gräulicher Schnorchler, soll quasi so ein bisschen den Stealth-Modus darstellen. Also man soll nicht so schnell erkannt werden. Jetzt sei natürlich die Frage gestellt, ob jetzt ein Fisch einen grauen Schnorchel weniger erkennt als den ursprünglichen blau-weißen. Das ist aber völlig egal. Ich finde ihn letztendlich auch, muss man echt sagen, ein bisschen schicker. So, ja, dann machen wir mal das Ganze auf. Hier die Lasche kann man einfach abziehen, kann man wegpacken und dann hat man hier auch schon eine schicke Tasche. Ja, sowas finde ich auch immer sehr praktisch, wenn man so eine Tasche dabei hat. Hier sind sogar auch noch ein paar Luftlöcher, also wahrscheinlich, wenn der Schnorchel ein bisschen nass ist, dann läuft einfach Wasser ab, beziehungsweise kann das Ganze auch in der Tasche so ein bisschen trocknen. Viel drauf zu sehen ist nicht, außer diesem Logo. Ja, schöne Tasche, aber es fällt schon mal auf, das Produkt ist natürlich dadurch ein bisschen größer als ein herkömmlicher Schnorchel. Wenn man jetzt mal hier Tasche in der Hand hält und natürlich hier so ein typischen Schnorchel, ja, das ist schon ein Größenunterschied. Aber ganz ehrlich, für 100% Frischluft wäre es mir das Ganze wert. So, jetzt machen wir aber mal das ganze Ding hier auf. Zack. Wunderbar, noch mehr Zettel. Genieße Schwimmen und Schnorcheln mit den Power Breather. Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Okay, packen wir das erstmal zur Seite. So, dann haben wir hier den, ups, da klebt gleich was dran. Quality Certification. Okay. Gut. Ja, dann haben wir hier den eigentlichen Schnorchel. So sieht das Ganze aus. Also ist schon ein bisschen abgespaced. Ja, dann haben wir hier noch Aufsätze drin. Finde ich auch ganz gut. Die hat man hier drin. Und vor allen Dingen könnte man hier auch noch zwei andere Aufsätze reinmachen und rumtragen und so. Denn ja, es gibt noch andere Aufsätze für diesen Schnorchel. So, basteln wir das Ganze mal zusammen. Das ist ganz einfach. Raufstecken. Und mehr ist das auch gar nicht. Flupp. So, jetzt haben wir das Ganze schon zusammengebastelt. Es ist hier auch noch eine relativ dicke Gebrauchsanweisung drin, in einer extra Tüte. Gut, die Tüte hier, die hätte ich mir gespart, weil es ist unnötig für Plastik. So, und dann haben wir hier ein dickes Manual. Das sieht hier auf jeden Fall aus, als wenn wirklich alles haarklein erklärt ist. Ja, und hier sieht man auch mal die ein bisschen anderen Aufsätze, die man noch dazu kaufen kann. Das ist jetzt Speedwent Easy L. Also das sind diese, die langen Kappen. Die sind halt natürlich besser, weil die ein bisschen länger aus dem Wasser herausragen. Also für Schnorchler eigentlich ideal gewählt. Man merkt schon allein die Anleitung, die verspricht wirklich schon viel Qualität, finde ich. So, jetzt aber mal dazu, was ist das eigentlich? Das ist quasi ein Schnorchel, der eigentlich konzipiert dazu wurde, den Langstreckenschwimmer immer mit ordentlich Frischluft zu versorgen. So, jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum nimmt nicht ein Langstreckenschwimmer so einen Schnorchel, wie man den halt logischerweise kennt? Problem bei diesen herkömmlichen Schnorcheln ist ja natürlich, dass man zwar Luft einatmet, die gleiche Luft
aber auch immer wieder hier oben rausgeht. Also Luft kommt rein, Luft geht raus. Ja, soweit die Logik, ne? Das heißt aber natürlich, wenn du irgendwann in Kurzatmigkeit reinkommst, also schneller atmest, weil du dich anstrengst und nicht so entspannt bist, dann hast du vielleicht nicht immer so einen richtig schönen langen Atemzug. Du musst dir ja vorstellen, dass du quasi mit einem Atemzug die Luft einsaugen musst und aber auch beim Ausatmen wieder komplett auspusten musst. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, bleibt immer ein restliches bisschen CO2 oben im Schnorchel drinne. Und du atmest dann nicht mehr 100% Sauerstoff. So, jetzt denkst du vielleicht, wen interessiert das? Mich, weil ich gehe ja auch manchmal ein bisschen länger schnorcheln. Also auch wenn es bloß ein bisschen mehr als eine Stunde ist, kann es nämlich durchaus sein, dass man am Ende merkt, jetzt werde ich ganz schön müde. So, heißt das jetzt, man sollte mit diesem Schnorchel auf jeden Fall nicht mehr schnorcheln gehen? Mach dir keine Sorgen, kannst auch weiterhin so einen Schnorchel benutzen. Achte bloß darauf, dass du auch regelmäßig zwischendurch ein paar Pausen machst, wo du hochkommst, wo du auch mal ordentlich tief einatmest, tief ausatmest und somit quasi deine Lungen auch wieder mit ordentlich Sauerstoff versorgst. Jetzt kommen wir dazu. Hierbei brauche ich das nicht. Also jedenfalls, so verspricht es der Hersteller. Das Ganze werde ich natürlich noch testen. Hier ist nämlich eine ganz, ganz andere Technik gefragt. Ja, du siehst ja schon mal, hier sind zwei Rohre. Das heißt, es kommt in beiden Rohren Sauerstoff rein. Aber, und das ist das Wichtige, das CO2, die ausgeatmete Luft, geht hier vorne wieder raus. Jetzt wirst du sagen, ja, wen interessiert das? Mich! Das ist wirklich richtig, richtig toll, weil, wie gesagt, man wird richtig schön mit Sauerstoff versorgt und CO2 geht hier vorne sofort raus. Das heißt, es kommt auch nicht zu einer vermischten Luft. Also, wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel auch gerne mal eine Stunde, zwei Stunden oder auch so wie ich letztens unterwegs war, sechs Stunden im Wasser ist, da kann man ganz schnell müde werden. Wenn man aber mit so einem Schnorchel unterwegs ist und immer mit richtig schön Frischluft versorgt wird, passiert das nicht so häufig. Klar solltest du dich auch hier zwischendurch mal ausruhen, gar keine Frage, aber mit dem Sauerstoff hat das an sich nichts zu tun, denn es ist eigentlich egal, ob du im Wasser bist oder einfach über Wasser atmest. Du wirst quasi jederzeit mit der gleichen Menge an Sauerstoff versorgt. Und das ist eben wichtig. Wir sind keine Fische. Wir müssen quasi genügend Luft atmen. Ja, und somit quasi immer mit richtig schön Sauerstoff versorgt werden. Und deswegen ist dieser Schnorchel richtig toll und ich bin schon auf den ersten Test ganz doll gespannt. Die Rohre dieses Schnorchels sind übrigens beweglich, sodass ein Aufsetzen auch wirklich sehr einfach ist. Hier kann man auch mal zusätzlich noch die Größe verstellen. Das heißt, hier kann man so eine Lasche aufziehen, kann das Ganze größer oder auch kleiner stellen. Ja, je nachdem, was für einen Bratzkopf man hat. Und ja, dann ist auf jeden Fall das auch sehr flexibel für jegliche Person. Hier hinten hat man so ein Rohr zum Stellen. Ja, das ist auch ganz, ganz einfach, das aufzumachen, klack, wieder zuzumachen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut durchdacht. Jetzt aber Schluss mit Schnacken, Schnorchel aufsetzen. Ein ganz anderes Schnorchelgefühl. Ich kann euch das gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, das muss man fast selbst ausprobieren. Das heißt, ich packe jetzt meine Sachen zusammen und fahre jetzt an den See. Du siehst das Ganze aber erst im nächsten Video. Ich hoffe trotzdem, dass dir das kleine Unboxing hier gefallen hat. Das ist quasi einfach ein besserer Schnorchel, sage ich mal. Ein Schnorchel, der dich mit 100% Frischluft versorgt. Also jedenfalls verspricht das der Hersteller. Das teste ich im nächsten Video und ich hoffe, du schaltest auch da wieder mit ein. Ja, und sei auf jeden Fall das nächste Mal auch mit Neugier unterwegs. Mach's gut.